Ja, manches, was ich so erwähnt habe, ist sicher für jemanden, der in der OCG ist, erstmal so nicht nachvollziehbar. Also offensichtlich, ich gehe jetzt auch auf einen Kommentar ein, den ich da im Posteingang gesehen hatte. Das sind Erfahrungen aus einer anderen Kultur, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, und das lief tatsächlich immer über die Erfahrung, und dann kam die Bestätigung über das gehörte oder gelesene Wort. Und ich habe ja auch immer wieder betont, ich sage nicht, das ist so, sondern es sind Wahrscheinlichkeiten, Wahrnehmungen von mir. Ich habe es in den Raum gestellt, um darauf aufmerksam zu machen und zum Teil eben, nee, nicht nur zum Teil, durchgängig, um behilflich zu sein, um was aufzuzeigen, was, um es mal in der OCG-Sprache zu sagen, für mich gerade lebt. Man darf das gerne kritisieren, aber wie gesagt, das sind gottgegebene Weisheiten, Gesetzmäßigkeiten, und das kommt aus einem Kontext, ja, ich sag mal, Jahrhunderte alte Weisheiten. Nicht irgendwas Neues, Junges, was gerade erst erprobt wird. Vielleicht in dem Kontext. Es ist dann zum Teil fraglich, ob es da wirkt und inwieweit es da gewirkt hat, aber das habe ich ja auch immer so deutlich gemacht. Und ich denke eben aus diesem Kontext heraus, jeder, der aufklärt, sollte Schutz manifestieren, um sich nicht zu sehr auf die dunkle Seite der Macht dieses Planeten einzulassen, so nenne ich es mal. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man mit dem ewigen Gott, mit der Quelle connected, verbunden ist und diesen Schutz aber auch ausspricht, visioniert, manifestiert. Denn wenn man zu sehr da drin hängt, dann stärkt man das. Das ist eben auch eine Gesetzmäßigkeit, habe ich ja auch schon mehrfach mal erwähnt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mal nochmal an die Basis gehen werde und werde versuchen, dort zu reden. Warum nicht? Ich meine, sowas gibt es für Gott nicht, dass man nicht reden, nicht kommunizieren kann. Und für mich gibt es das im Grunde auch nicht. Und warum sollte man das akzeptieren, wenn man das Gefühl hat, man möchte das tun? Dann kann man den Versuch ja auf jeden Fall starten, und ich denke, ich werde den starten. Warum nicht? Zumal ich mich im Film mit Ivo Sasek tatsächlich, ich sag mal, einfach sehr gut verstanden habe. Ich habe ihn verstanden und fühlte mich von ihm auch verstanden und hatte auch nicht das Empfinden von irgendwelcher Manipulation oder unausgegorenem Zeug. Das gab's da, aber für mich tatsächlich nicht von ihm ausgehend. Und ich denke, dieser saubere Schnitt, wie er jetzt probiert wird, ist eine Art Notfallmaßnahme, um das Ganze, um den Organismus und alles, so wie es war, am Leben zu erhalten. Vielleicht. Aber da es dabei um Ehepartner geht, um Kinder oder zum Teil auch um sehr gute Freundschaften, wird es wohl auf Dauer so nicht lebbar sein. Weil er kann eigentlich so der Segen nicht drin oder drauf sein. Und es gibt eben auch Menschen, die das mit Ehepartnern, Kindern oder Freunden auf Dauer so, ich sag mal, einfach gar nicht akzeptieren können, weil das Herz eine andere Sprache spricht. Ich denke tatsächlich, ich werde mal versuchen, den Dialog zu suchen. Das ist ja zumindest ein Versuch wert. Und ja, warum nicht?